Hallo da so, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Trabidi Dabidi. Und heute ist es wieder sehr, sehr dunkel draußen. Und das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal ins Hayabubu-Bettchen legen und eine Runde schlafen, wenn da nicht dieses Skelett wäre. Oh, okay. So, wir legen uns jetzt erstmal hin, damit hier wieder Tag wird. Und ich habe heute wieder ganz, ganz viele spezielle Sachen für euch vorbereitet, liebe Leute. Und zwar möchte ich erstmal ein Thema ansprechen. Ja, ich weiß ja nicht, wie das so bei euch ist. Und zwar bei mir in der Wohnung ist es gerade ungefähr gefühlte 1000 Grad warm. Ja, es ist so warm. Die ganze Zeit habe ich mich beschwert, dass es die ganze Zeit nur regnet und regnet und regnet. Und jetzt ist es einfach so ultra warm, dass hier noch nicht mal der Ventilator was bringt. Ja, also ich habe hier meinen Ventilator. Wer meinen Ventilator nicht kennt, mein Ventilator heißt Francis. Ja, den habe ich so umgetauft. Und der bringt einfach nichts. Ich sitze hier und bin hier kurz vorm Sterben. Wirklich, Leute. Also ich bin hier nicht kurz vorm Sterben, weil ihr versteht, was ich meine. Es ist einfach so ultra warm. Es ist so warm. Ich verstehe auch gar nicht, wieso es nur so warm ist hier drinne. Wahrscheinlich, weil meine Wohnung nämlich im ganz obersten Geschoss ist und sowas. Und deswegen ist es... Lol. Und deswegen ist es hier so warm. Hallo Roman. Was machst du denn hier? Lars, mir ist langweilig. Deshalb wohne ich jetzt bei dir im Dorf. Okay, Roman. Dann, ja. Dann bleib hier halt mal wohnen. Also, ich habe nichts dagegen. Dann, ja. Bleib hier mal bei Alfredo. Dann bleib hier bei... Wo, wie heißen die nochmal? Warte. Hier bei Fredalf. Dann hier in Fredalf. Hier heißen alle Fredalf. Und hier seid ihr einfach bei den Hühnern drinne. Da gehört ihr auch rein. Und hier sind einfach, hier sind noch die Schweine, die wir aus diesen komischen Irish Lucky Blöcken hatten. Warte mal hier, ich mache euch mal kurz tot, damit ihr hier nicht so die ganze Zeit hier so rumlauft und so. Warte mal, hier muss ich mal kurz... Oder warte mal, kann ich nicht hier so... Okay, das war keine so gute Idee. Aber gut, zack, wir essen jetzt hier mal oder wir töten jetzt hier mal, damit wir Essen haben. Du stirbst jetzt auch, so... Gut, ich habe heute mal wieder ein paar Kommentare rausgepickt für euch, Leute. So, Moment, hier so einmal ins Beet reingejumpt. Und ich habe hier wieder ein paar Kommentare, die mir so zahlreich geschrieben habt, mit wirklich sehr, 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 sehr interessanten Fragen, die ich jetzt hier für heute für euch beantworten wollte und sowas. Und ja, in der Zeit fahren wir erstmal ganz in Ruhe unser Beet ab. Und es gibt wieder Leute, die sagen, Lars, wir möchten aber nicht, dass du dein Beet abfarbst, ist voll langweilig. Leute, ich mache das mit dem Beet hier, damit ich immer so eine Phase am Tag habe, wo ich mit euch mein Leben teilen kann, wo ich mit euch reden kann, wo wir ganz entspannt... Stellt euch vor, wir werden hier einfach am Lagerfeuer sitzen, ja? Stellt euch vor, wir sind nicht hier in Minecraft und sowas und ihr, oder ihr sitzt vorm PC, sondern stellt euch vor, wir sitzen alle zusammen am Lagerfeuer und ich erzähle euch ein bisschen sowas aus meinem Leben. So, und dazu gehören natürlich auch einige Kommentare, die ihr mir geschrieben habt, ja? Und wir kommen zum ersten Kommentar hier von... Ruslana333. Hashtag Frage oder so. Natürlich unter dem Hashtag Frage oder so können wir noch weitere Fragen stellen. Hashtag Frage oder so. Ab wann ist dein Shop eigentlich verfügbar? Viele wissen es jetzt noch nicht, aber ich habe so etwas in geheimer Planung, ja. Aber ich möchte jetzt auch nicht so viel verraten. Aber es sollte demnächst, ja. Man munkelt, es sollte demnächst hier schon mal ein bisschen was rauskommen an Merchandise, ja. Vom lieben Lars oder so. Hallo. Das bin ich. Ich bin Lars oder so. Hallo. Und es sollte eigentlich hier demnächst schon was erscheinen, aber ich möchte jetzt auch keine genauen Daten nennen. Ihr werdet das sehen oder ihr werdet das dann auch schon frühzeitig mitbekommen. Moment mal, was mache ich hier eigentlich? Ihr werdet das dann alles auch schon frühzeitig mitbekommen, wann endlich mal Merch oder sowas rauskommt und sowas. Aber es wird passieren. Es wird passieren in nicht ferner Zukunft, meine Freunde. Es wird passieren. Gut, kommen wir jetzt zu einer Sache, dass sich viele, viele, viele Leute gewünscht haben. Und zwar, dass ich eine Garage baue, ja? Das habe ich auch schon in der letzten Folge angesprochen und da stirbt gerade ein Leoplerodon. Ich habe es zum ersten Mal richtig ausgesprochen. Und es haben sich sehr viele Leute gewünscht, dass ich eine Garage baue. Und ich dachte mir, dass ich die Garage irgendwie so mache, dass sie in diese Richtung hier zeigt. Also nicht in die Richtung, sondern in diese Richtung hier zeigt. So. Und ja, das werden wir jetzt, denke ich, mal machen, damit es hier... Ich habe leider keinen Garagenmod, dass ich das hier so richtig bauen kann. Aber das sollte eigentlich auch vorerst mal reichen. Vielleicht mache ich ja nochmal einen neuen Mod rein. Eventuell. Gut, ich habe hier dann noch so andere Fragen, die ich jetzt gerne noch mit euch besprechen wollte. Und zwar, Hashtag Frage oder so, Lars, wie ist denn jetzt eigentlich dein Upload-Plan, ja? Und dazu kann ich einiges sagen für euch, ja. Mein Upload-Plan ist manchmal ein bisschen durcheinander. Ich weiß, das braucht ihr mir nicht zu sagen. Aber ich versuche da zurzeit ein bisschen mehr Struktur reinzukriegen oder sowas. Und der Plan ist so, dass jetzt jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag, hups, jetzt bin ich hier runtergefallen, dass jeden, merkt euch das, Leute, jeden Mittwoch, jeden Freitag und jeden Samstag, nee, jeden Mittwoch, jeden Freitag und jeden Sonntag, so ist es richtig, da kommt immer Minecraft Jumper, mein neues Hardcore-Projekt, was jeder so feiert und sowas und ja. Und jeden
Dienstag, jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag kommt Minecraft Trabidi Dabidi. Und montags kommt dann immer random Videos. Also ich denke mal so, montags kommt dann immer mal so eine Adventure-Map, wenn ihr mir coole Adventure-Maps vorschlagt. Übrigens, ihr könnt mir gerne Adventure-Maps per PN schicken, ja? Dürft ihr mir gerne schicken und ich werde die dann auch mir angucken. Und wenn die cool sind, dann werde ich auch bestimmt dann zocken, ja? Also Leute, an die alle, die da draußen die coole Adventure-Maps machen, macht mal eine coole Adventure-Map für mich. Oder macht Adventure-Maps generell für mich, juhu. Oder schickt mir halt welche ein, die ihr euch wünscht oder irgendwie sowas, ja. Also ich bin offen für alles, Leute. Ich bin da wirklich offen für alles. Gut, so viel dazu. Also montags kommt halt immer random Video. Also ich denke mal, ich werde in nächster Zeit ein bisschen mehr Vlogs machen und sowas, weil das kommt halt richtig, richtig gut bei euch an, ja. Und so Real-Life-Zeug generell guckt ihr sehr, sehr gerne, ist mir aufgefallen. Und dann mache ich dann halt auch so Sachen mit meiner Freundin zusammen. Wir backen dann Kuchen. Also das haben wir jetzt in der letzten Folge gemacht. Wer die Vlogs nicht gesehen hat, kann sie sich gerne mal angucken und sowas. Hier auf meinem Kanal findet ihr halt auch noch die Vlogs. Und ja, das war's, denke ich mal. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Montags Random Video, dienstags Shrubby. Mittwochs kommt Jumper, donnerstags kommt Shrubby. Freitags kommt Jumper und dann am Samstag kommt Shrubby und Sonntag kommt wieder Jumper. Gut. Okay, ja, das sieht doch schon eigentlich recht gut aus wie in der Garage, glaube ich. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Hier von Frederik Crispy Schigulski. Alter, was? WTF? Okay, ja, dein Name ist wirklich sehr, sehr schwer auszusprechen. Und es ist so. Der fragt mich, Hashtag Frage oder so, wann kommt eigentlich eine Roomtour? Dazu sage ich nur... Meine Wohnung ist jetzt nicht wirklich sehr schön und nicht so wirklich aufgeräumt und sowas. Deswegen denke ich mal, wird es ein bisschen dauern, bis ich hier eine Roomtour machen kann. Aber es wird wahrscheinlich eine kommen, wenn ich mal hier mich aufgeräppelt habe und mal aufgeräumt habe und so, ja. Weil ihr kennt mich, ich bin ziemlich schusseliger und, ja, okay, unsauber bin ich jetzt nicht, aber so ein schusseliger, chaotischer Mensch bin ich, ja. Das sieht man anhand meiner ganzen Kisten da drinnen in Minecraft Shrubby. Da sind meine Kisten alle sind so unsortiert und sowas. Und ja, daran sollte man eigentlich schon sehen, dass ich so ein totaler, totaler chaotischer Mensch bin. Aber es wird bald eine Roomtour kommen, denke ich mal. Seid auf jeden Fall gefasst. Und warte mal, ich wollte jetzt eigentlich noch ein paar Treppenstufen machen oder ein paar Stairs. Hier habe ich doch noch irgendwo, habe ich doch noch ein bisschen mehr Banana Wood gehabt. Aber ich weiß jetzt nicht wo, guck, der Chaot, da habe ich Banana Wood, das nehmen wir mit. Wir machen jetzt noch ein paar Stairs. Nein, da ist nicht die Workbench ist hier. The Crafting Table. So, kommen wir zur nächsten Frage heute. Und zwar fragt... Moment, da muss ich jetzt mal ein bisschen näher ranzoomen, das ist irgendwie voll winzig. Boah, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Frage von Marie-Katrin Golzow. Hashtag Frage oder so, hast du dich mal mit jemandem geprügelt? Wenn ja, wie alt warst du da? Also, dazu muss ich sagen, noch nie musste ich irgendwie Gewalt anwenden. Noch nie in meinem ganzen Leben. Gewalt ist auch wirklich etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann, was ich auch überhaupt nicht unterstütze. Warum kann ich damit eigentlich gar keine Treppenstufen machen? Das funktioniert anscheinend irgendwie nicht. Na gut. Also ich bin wirklich ein Mensch. Ich gehe Gewalt generell komplett aus dem Weg. Ich mag das überhaupt nicht und ich mag auch keine Leute, die aggressiv sind oder die irgendwie meinen müssen, sich so zu beweisen oder whatever. Also da kann ich gar nichts mit anfangen. Und ich sag's an jeden da draußen, Leute, ihr müsst euch nicht mit irgendjemandem prügeln. Das müsst ihr nicht machen. Ich weiß, der größte Teil von euch geht jetzt noch in die Schule. Wenn es da Leute gibt, die euch irgendwie ärgern oder irgendwas machen, dann, wenn die euch irgendwie so hauen oder was weiß ich, dann verpetzt die einfach. Verpetzt sie bei den Lehrern. Und wenn sie euch danach immer noch weiter ärgern oder danach immer noch irgendwie hauen oder sowas, dann verpetzt sie gerade wieder. Und danach wieder und wieder und wieder. Weil irgendwann lernen sie, dass du mit deinem Verpetzen ihnen mehr Schaden zufügst als sie dir, ja, und ja, das ist so ein Tipp, den ich euch wirklich geben kann. Wir fahren mal gerade das Motorrad da ganz vorsichtig rein, so, zack, aber ich muss dazu sagen, ich musste noch nie irgendwie in meinem kompletten Leben mich irgendwie prügeln oder sowas. Ich hab mal mit meinen Brüdern und sowas, habe ich mich mal gerangelt, aber das ist ja auch wieder was komplett anderes. Moment, ach so, wir haben gar kein Benzin, oder? Ja, wie macht man nochmal Benzin? Ich glaube mit Iron Ingots und mit Coal, genau, mit Coal. Aber ansonsten musste ich jetzt noch nie mich irgendwie großartig mit jemandem prügeln, ja. Ich bin da wirklich strikt dagegen, Leute. Seid so schlau
Und macht es nicht, weil das ist wirklich nichts Schönes. Weil jemanden anderen zu verletzen, was bringt es einem selbst? Versteht ihr, wie ich meine? Also das ist nichts. Das ist nichts, glaubt mir. Toll. Ich bin so schlau gewesen, hab mein komplettes Iron Ingot aufgebraucht. Und jetzt kann ich hier, oder? Warte mal, wie macht man nochmal eine Fuel Can? Muss ich mal gerade gucken. Hier auf O. So, Fuel. Ich glaube, das hat man nämlich hier irgendwie mit Dingenskirchen hier gemacht. Sekunde, so. Zack, das hat man hier mit einem Iron Ingen hat man das gemacht, genau. Bababi, bababu, bababi, bababau. Da war Iron Ingots, die können wir jetzt eigentlich mal brennen. Und währenddessen erzähle ich euch ein bisschen was hier, was mir die... Oh, wir haben so viel Steaks, wie cool. Lol. Okay, nice. Dann haben wir hier auch nochmal... WTF? Ich wusste gar nicht, dass ich hier noch sowas in dem Dings habe, hier im Ofen und sowas. Richtig cool. Oder warte, wir brauchen ja eh nur einen Iron Ingot. So, wir müssen das Ding ja eh nur vor ein bisschen vorfahren, ja, in die Garage parken. Gut, eine weitere Frage wurde mir gestellt von Aram Kalaf. Hashtag Frage oder so, wann machst du den nächsten mehr Vlogs, WTF? Ach so, wann machst du demnächst mehr Vlogs? Lol, jetzt war ich gerade irgendwie so richtig dumm. Ja, das habe ich ja eben schon beantwortet mit, es wird in nächster Zeit ein bisschen mehr Vlogs kommen, aber haltet eure Abo-Box im Auge. Immer montags dachte ich, dass ich mal so ein Vlog mache, also nicht immer montags, aber so häufig montags wollte ich dann eigentlich den Vlog starten. So, wir fahren jetzt ganz langsam hier vor in die Garage. So. Wir dürfen aber auch nicht zu schnell werden. Wie gesagt, montags oder sowas kommt immer random Videos, aber ich denke, ich werde mehr Vlogs machen als irgendwie Adventure Maps oder sowas, weil ihr steht halt echt extrem auf Vlogs, so Real-Life-Zeugs und sowas, das mögt ihr ja generell. Wir legen uns jetzt gerade mal schnell ins Bett, damit wir hier nochmal Tag haben und sowas, weil nachts ist nicht so gut hier zu arbeiten und sowas, ihr versteht schon, was ich meine. So, und dann lass mal einfach kurz einen Briefkasten gucken, ob uns irgendwie jemand geschrieben hat oder whatever. Ich muss mir jetzt vornehmen, das wirklich jede Folge zu machen. Ja, ich muss mir das wirklich vornehmen, jede Folge zu machen, weil manchmal in irgendwelchen Folgen vergesse ich das einfach und dann ist irgendwie ein Brief da drin und dann melde ich mich nicht und sowas. Und das sieht doch auch schon mal richtig nice aus. Jetzt fehlt uns da nur noch ein Dach dazu, ja. Aber ansonsten ist es auch eigentlich ganz cool. Da passen dann noch irgendwie andere Autos mit rein und sowas. Aber so ist es doch eigentlich schon ganz schick. Vielleicht könnte man da noch irgendwie einen Zaun oder sowas da oder irgendwie so, dass es halt ein bisschen mehr aussieht wie eine Garage oder irgendwie sowas. Aber es sieht doch schon richtig, richtig cool aus. Also ich bin da echt stolz drauf, muss ich echt sagen, dass ich das hier so in der kurzen Zeit gemacht habe. Yay! Lass mal gerade hier so reingucken. Dann haben wir hier einen Brief von Björn und irgendwie Lucky Blocks, 10 Stück. Oh nein. Lars, ich konnte mich mal wieder nicht bei dir bedanken. Ich habe einen kleinen Schatz für dich. Ich denke, du kannst damit mehr anfangen als ich. Okay, also Björn, du hast mir anscheinend deine Lucky Blöcke geschenkt, die du gefunden hast und sowas. Und ja, danke dafür. Dann haben wir jetzt auch noch was richtig, richtig Cooles zu tun am Ende der Folge, würde ich mal sagen, oder? Juhu! Dann brauchen wir jetzt nochmal wieder eine leere Kiste, wo wir unsere Krimskrams reinmachen können, damit wir hier, falls wir sterben sollten oder sowas, dass wir das dann alles gesaved haben. Ach so, diesen Alchemie-Mixer wollte ich eigentlich auch mal hier planten. Zack, dann steht er jetzt hier, sieht auch ziemlich braun aus da drinne. Okay, ja gut, ne? Dann so, das sind alle Sachen sichern, die wir halt jetzt gerade, verlieren könnten, falls wir sterben. Ein gutes Steak brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Zack. Sowas hier. Sowas hier. Sowas hier. Und wir haben ja auch diesen Schlüssel hier gefunden. Der führt uns in eine überkrasse Dimension, ja. Und ich habe das mir mal angeguckt, wohin uns das führt. Und da müssen wir demnächst auch mal reingehen, Leute. Da müssen wir demnächst auch mal reingehen. Wenn wir das machen sollen, dann gebt mal auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben. Und dann weiß ich Bescheid, was wir nächste Folge oder in den nächsten Folgen machen werden. Gut, jetzt erstmal hier die Rüstung sichern, damit hier nichts passieren kann, falls irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine Bombe explodiert oder irgendwie sowas. Aber wir gehen auch schon schön wieder in sichere Entfernung und werden dann dort einfach mal die Lucky Blöcke öffnen. Ich denke mal, wir bauen jetzt einfach hier die ganzen Lucky Blöcke hin, hier bei Baseline. Das stimmt, die haben ja auch schon die anderen Blöcke geöffnet. Also hier ist dann unser Lucky Block Öffne-Dingenskirchen, unser Lucky Block Öffne-Platz. Und wir öffnen ihn und ein Shrub! Nice! The Holy Shrub looks at you. Wie cool! Richtig geil! Das ist wirklich cool. Lol, lass mal weiter gucken. Da haben wir hier einen verzauberten Bogen. Dann haben wir hier Butz, ein Enchantment Table. Nein! Nein! Mist! Lol, wieso bin ich denn hier oben drauf? Hallo, warum bin ich hier oben drauf? WTF? Lol, was für ein Bug.
Ich bin einfach hier oben wieder geboren. Lol. Zum Glück ist Baseline nichts passiert. Aber hier ist... Alter. WTF. Hier ist jetzt voll der Riesenkrater. Na, toll. Und das so nah bei meinem Haus. Und ich denke noch so, ja, hier ist unser Lucky Öffne Blockplatz. Und jetzt ist hier voll der Krater. Aber gut, ihr lieben Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal eine positive Wertung da. Und das war's von mir. Wir sehen uns auch bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.